Ich habe lange überlegt, ob ich was sage, aber ich habe mir sowieso schon ein bisschen die Hände verbrannt ja in Kaben, indem ich mich getraut habe, meine Meinung zu äußern. Und anscheinend ist das Wort Meinungsfreiheit mittlerweile ein Fremdwort geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so mitbekommt in eurem Umkreis. Sobald ihr kritisch hinterfragt, seid ihr sofort Schwurbler, Covid-Idioten, Holocaust-Leugner, Corona-Leugner, Rechtsradikale. Sag mal, was ist mit unserer Gesellschaft passiert? So, und ich habe in so einer Runde, das war, glaube ich, die Bartfiedler-Gruppe, habe ich mich gewagt, wunderbare Links zu dem Gunnar Kaiser, ein wunderbarer Philosoph, Autor, der die Lage so richtig objektiv, das beschlägt hier, der die Lage so objektiv schildert und sehr neutral bleibt. Und wie reagieren die meisten, die sich da erkennen? Das ist ja wie so ein Spiegel immer vorgehalten bekommen, von beiden Seiten, ja. So, und dann kriege ich auf einmal gesagt, ich wäre eine Hetzerin und ich würde die Leute als Schlafschafe und hirnlos betiteln. Und dann, wenn ich dann frage, wo habe ich das bitte schön geschrieben? Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, sogar in unserem Freundeskreis, 20 Jahre lange Freundschaften, die so kaputt gehen. Ich poste immer so Sachen, die, ich mache es nicht auf eine aggressive Art und Weise, ich mache das immer so mit Hinterfragen. So, und anscheinend fühlen sich manche so angegriffen. Ich mache mal nebenbei das Echo ein bisschen raus. Ich störe mich. Und das Feedback ist dann so oft bei den Leuten, dass die dann sagen, warum bezeichnet ihr uns als Schlafschafe und Hirnlose? Das habe ich nirgendwo erwähnt. Aber anscheinend fühlen die sich so, weil mittlerweile unsere Gesellschaft so gespalten ist, da gibt es gar kein Grau mehr. Entweder schwarz oder weiß. Vielleicht bin ich auch zu sehr in eine Richtung, aber ich gehe von Fakten aus, ja. So, und wenn ich eins und eins zusammenzählen kann und mir ein Bild, eine Meinung erlaube, eben zu bilden und werde dann so angefahren von Leuten, ja, also ich habe niemals geleugnet, dass es Corona gibt, weil zum Beispiel mein Onkel ist mit Corona gestorben. Okay, er war 84, war er etwas korpulent, er hatte Diabetes und war herzkrank und 84 Jahre alt. Und diese Fälle, die man hört nach dem Motto, ein 20-Jähriger ist gestorben oder eine 30-jährige Mutter von 7 Kindern und so, ja, keine Ahnung. Wäre sie vorletztes Jahr gestorben, hätte kein Mensch über sie berichtet. Man hätte kein Mensch gewusst, welcher Virus war das, weil Viren hat es schon immer gegeben, die haben schon immer mutiert, die wird es auch noch in Abermilliarden von Jahren auch noch geben. Wir müssen lernen, damit umzugehen und vernünftig damit umzugehen. Wie hat die Menschheit bis jetzt überleben können? Fühle ich mich krank? Halte ich Abstand? Da brauche ich kein Corona oder keine Regierung, die mir sagt, dass ich es machen soll. Aus Respekt halte ich Abstand, da wird halt nicht gekuschelt und kein Bussi, da sagt man, heute mal nicht, mir geht's nicht so gut. Aber heute werden gesunde Menschen als potenzielle Mörder praktisch beschimpft. Hallo, was ist denn passiert? Aufwachen bitte. Das geht in eine Richtung, die richtig gefährlich wird. Und das, was schon mal war, kann sich ganz schnell wiederholen. Das Potenzial dazu haben wir jetzt, kriegen wir, so also besonders auf Social Media, kriegen wir mit. Manchmal denke ich, komm, halt deinen Mund, sag nichts dazu, aber mir brennt es so unter den Fingern, ich muss immer meinen Senf dazu geben. Aber im Gegensatz zu den anderen mache ich es auf eine gutmütige Art und Weise. Ich greife niemand an, ich habe noch nie mit dem Finger auf jemanden gezeigt. Ich habe noch nie gesagt, du Schlafschaf, wach endlich auf. Oder du Hirnapuntierter, sage ich nicht. Aber was sagen die anderen, sobald man eine andere Meinung hat? Man ist ein Corona-Leugner und noch schlimmer, ein Holocaust-Leugner. Hallo, was ist das für ein Niveau? Was für eine Schulbildung haben denn, obwohl erschreckenderweise, bei gebildeten, studierten Menschen, ja, sind die Scheuklappen so stabil, da kommt man gar nicht an. Und das erschreckt mich. Wer jetzt nicht so langsam aufwacht und sich Gedanken macht, um was es hier alles geht, weil man muss bedenken, das ist nicht nur Deutschland, das ist weltweit. Und alle rezitieren dieselben Sätze. Warum haben alle praktisch, oder die Medien genauso, die sind alle gleichgeschaltet. Früher war Journalismus individuell. Und ein paar mutige Journalisten, wie der zum Beispiel Reitschuster, der stellt immer sehr, sehr kritische Fragen. Finde ich sehr gut, weil da ist er schon relativ hartnäckig. Wundert mich, dass überhaupt noch erlaubt wird bei den Konferenzen.
Aber wo ist dieser professionelle Journalismus, wo ihr seinen eigenen Text schreibt und auch recherchiert? Das ist die Aufgabe von einem Journalisten, zu recherchieren. Nicht alles vorgegaukelte und vorgeschriebene darzulegen. Eva, du sagst mir Bescheid, wenn ich aufhören soll. Ne? Aber ein bisschen klatschen könnt ihr trotzdem zwischendurch. Wie gesagt, ich habe nie geleugnet, oder meine ganze Familie, wir wissen, dass es das Virus gibt. Es nennt sich halt dieses Jahr SARS-CoV-2, aber Coronaviren gibt es schon seit Ewigkeiten. Nur in den letzten Jahren, wer hat denn die Schicksale erwähnt von den Leuten, die gestorben sind? Wer? Keiner. Es kommt halt wunderbar jetzt in das Programm, weil unsere Wirtschaft ist am Arsch, auf Deutsch gesagt. Sorry für die Wortwahl. Und da ist Corona dran schuld. Da hat man doch den Sündenbock. Und wer hat mal gesagt, ich glaube der Willy Brandt in den 70er Jahren, der gesagt, wer mit Verwirrung und mit Angstmacherei die Menschheit praktisch ja, in Panik versetzt, der betreibt das Werk des Teufels. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen so hingekriegt. Also dieser Satz sollte mir zu bedenken geben. Weil in den Medien kriegen wir nur von morgens bis abends immer das Gleiche rezitiert. Immer Panikmache. Und ich reg mich so auf, wenn ich die Kamerateams sehe, die in die Covid-Station gehen. Ja? Die dürfen rein. Und die armen Angehörigen, die sich mal verabschieden wollen von ihren sterbenden Elternteilen oder Familienangehörigen, die dürfen nicht rein. Aber Kamerateams, um solche Paniksbilder zu machen, die dürfen rein. Das verurteile ich zutiefst. Wirklich. Und jedes Mal, wenn ich da drunter schreibe, aha, durfte mal wieder ein Kamerateam rein, da kommen wieder, ja, die sind bestimmt getestet, die dürfen rein. Dann lasse ich mich auch testen und gehe meinem Vater nochmal die Hand halten, bevor er stirbt, oder? So, und dann heißt es, wir sind empathielos und herzlos? Nein, andersrum. Ja, ich habe schon viel erzählt. Ja, möchte noch sonst noch jemand was dazu sagen? Also ich bin entsetzt erstmal, wie die Spaltung in der Gesellschaft funktioniert. Da kommen so Kettenbriefe. Auch ja, neulich habe ich mir erlaubt, über diesen Kettenbrief so einen Lacher zu machen und zu fragen, wo gibt's denn solche Texte? Oh mein Gott, was habe ich für einen Shitstorm erlebt? Und zwar ging es darum, nach dem Motto, ja, ihr trefft euch unter Freunde, unter freiem Himmel, ihr lacht miteinander und unterhaltet euch, aber einer von euch geht nach Hause und bringt mich in die Familie rein und ich suche mir meinen Wirt aus. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt in Facebook. Hier, Hammer. Das geht sozusagen so, nach dem Motto, du hast keine Symptome, aber du empfängst diesen Virus, bringst den nach Hause und ein Angehöriger von dir, da sucht er sich den Wirt aus und der kommt dann ins Krankenhaus und stirbt irgendwann mal. Also so perfide. Und jemand, der labil ist, der sich noch nie mit dem Tod beschäftigt hat, der kriegt die Angst seines Lebens. Ich habe mich mit dem Tod beschäftigt. Ich habe meine Mutter verloren an Krebs, meinen Schwiegervater an Krebs. Ich habe keine Angst zu sterben. Ganz ehrlich. Und die Leute, die im Freien beim Fahrradfahren, beim Reiten Maske tragen, die haben Angst zu sterben. Und bei denen müsste eine Aufklärung stattfinden, aber eine massive Aufklärung. Weil die sind so angefixt, die machen es jetzt nicht nach dem Motto, wegen Bußgeld, die machen es aus Angst. Und da müssen wir auch Verständnis haben. Wir müssen mit viel Geduld und nicht mit Hass denen entgegenkommen. Aber von der anderen Seite sagt man irgendwas, was hinterfragt kritisch, obwohl der Veterinär es verboten hat, dann wird man angefeindet. Warum? Also ich feinde niemand an, der eine andere Meinung hat, aber andersrum kriege ich so richtig Shitstorm. Ich verstehe das nicht. Naja. Aber man muss immer so eine kleine Tür offen lassen, weil mittlerweile merkt man, wenn ich sehe, die Leute, die meine Beiträge sich anschauen und teilweise gar nichts sagen, das ist so schön, so langsam zu sehen, dass so ein paar Leute zwar ein bisschen lange gebraucht haben, aber langsam aufwachen und auf ihre Seite auch so ein bisschen was Kritisches hinterfragen. Auch vorsichtig, aber und da bin ich so stolz drauf, ja. Ich weiß nicht, ob es durch mich kommt oder vielleicht war ich der Tropfen dazu, keine Ahnung. Aber das erfreut mich, dass man sagt, man wacht so langsam auf und hinterfragt alles kritisch. Man muss jetzt nichts leugnen, aber hinterfragen, das ist unser Recht, das ist unsere Pflicht. Und da kann keiner sagen, ich habe es nicht gewusst. Wenn mir irgendwann mal einer sagt, ich habe es nicht gewusst, also da, dann denke ich mir, dann hast du aber ganz tief geschlafen, ja, mit irgendwelchen Schlafmitteln. Mittlerweile hat jeder das Recht und die Pflicht, sich zu informieren. Dafür gibt es auch YouTube ist auch so eine Sache, ihr YouTube-Experten und so, ja.
Auf YouTube gibt es auch wunderbare Arte-Sendungen, ARD-Ausschnitte und so, die auch die Wahrheit praktisch verkünden. Von daher ist YouTube gar nicht so, also in meinen Augen überhaupt nicht verpönt. Was ich schade finde, ist, dass diese wichtigen Beiträge teilweise zensieren. Das sollte mir auch zum Denken geben. Zensur ist die moderne Bücherverbrennung. Sorry. Ja. Was denn sonst? Ja. Warum zensiert man irgendwas? Wenn man überzeugt ist, dass man im Recht ist, dann sollte uns doch irgendwelche Beiträge doch sowas von egal sein, oder? Sollten wir drüber stehen? Also. Eva, ich danke dir fürs Eure. Vielen Dank. Ich habe aber nicht gelangweilt. Das mit dem Roten Kreuz ist auch ein Protest sozusagen. Ja, weil, also manchmal hat man auch keine Lust einkaufen zu gehen und mit so angefeindet zu werden. Man kann praktisch zeigen, weil ohne Maske, wie gesagt, wird es in Zukunft, wenn es so weitergeht, wirklich ein Spießrutenlauf, sein Lebensmittel einkaufen zu gehen. Und wenn man jetzt zeigen will, dass man nicht gegen das Virus ist, sondern gegen die Maßnahmen, da gab es einen ganz tollen Aufruf, da soll jeder über seine Maske ein rotes Kreuz kleben. Und da kommt man auf sehr interessante Gespräche. Das hatten wir neulich auch gehabt. Hat eine gefragt, hat es einen Grund mit dem Rot? Und da haben wir wunderbar fast eine halbe Stunde uns untereinander unterhalten. Er war sehr überzeugt, dass die Regierung keine andere Wahl hat und nur für unsere Gesundheit dasteht. Okay, das war wirklich, ob wir was bewirkt haben, weiß ich nicht, aber das ist auf einem Niveau geblieben. Das fand ich ganz toll. Und das nenne ich Diskurs, das nenne ich Meinungsaustausch, das nenne ich Demokratie. Und die fehlt mir auf Social Media. Und unter Freunde kann man es teilweise vergessen, weil viele Freunde haben sich von uns sozusagen entfernt. Ja, der hat gesagt, wenn wir uns treffen, dann nur draußen. Aber ich will nicht über Corona reden. Sorry, dann ist es für mich keine Freundschaft mehr. Wenn sie mir verbietet, über irgendwas zu reden, was momentan mehr als aktuell ist. Ja? Und das mit dem Roten Kreuz soll ein Zeichen sein, dass man sich untereinander auch mal erkennt. Weil jeder hinter seine Maske versteckt, ja. Jeder hat seine Gedanken. Viele tragen die Maske nicht, weil sie Angst haben vom Virus. Die haben Angst vor Bußgeldern. Ja? Die machen es nur aus Angst vor Strafen. Weil heutzutage ist es verboten, einkaufen zu gehen ohne Maske. So. Trage ich ein rotes Kreuz, dann weiß jeder, okay, sie macht es, weil es eine Hausregel ist. Muss man auch akzeptieren, ne, wenn einer das Hausrecht hat. Aber durch mein rotes Kreuz zeigt man, dass ich mir nicht alles gefallen lasse und die Sachen hinterfrage, obwohl der Veterinär vom RKI das verboten hat. Hallo? Wenn was verboten wird, dann wird es doch umso interessanter, oder? Durch das Verbieten bin ich auf die Idee zu kommen, noch mehr zu hinterfragen. Und da kommt man in so Gefilde, da hat mir einer gesagt, du mit deinem YouTube, ich kann dir mal was über Algorithmus, da kriegst du nur das gezeigt, was du sehen willst. Und ich sage, ja, super, das ist ja doch das Tolle. Ja, das ist ja das Interessante, alle, die hinterfragen und durch diesen Logarithmus, da kommt man wirklich auf Seiten, die uns praktisch diese Beweise und diese Fakten bringen. Von daher habe ich gesagt, ja, ist doch wunderbar, hast du gut erkannt, macht YouTube richtig gut. Ich sage, probier das mal aus, du wirst dich wundern, auf was du für Seiten du kommen wirst. Ne? Okay. Eva, ich danke dir. Ach so, und übrigens, ich bin auch stolz auf dich. Die Eva hat einen Monat lang in der Kälte gekämpft. Hammer. Ja, muss man wirklich sagen. Du bist eine richtige Aktivistin, da soll sich jeder nur ein kleines Scheibchen von abschneiden. Ja? Und obwohl wir hier eine ganz süße Gesellschaft sind, vielleicht hätten wir uns mit denen zusammentun können, weil wir sind auch gegen rechts, ja? Oder steht es irgendwo, dass wir für rechts sind? Nein. Vielleicht könnten wir uns zusammentun, dann wären wir ein bisschen mehr. Wie wäre es denn? Das hören Sie nicht, ne? Nein. Im ganzen Land. Dafür wünsche ich mir einen Applaus von euch allen. Also meinen Applaus hat sie, ich kann schlecht klatschen hier. Das ist das eine. Ich bin auch Unternehmer, betroffen bin ich im Moment noch nicht von diesem ganzen Corona-Wahnsinn, aber seit dem April haben wir das kommen sehen und sind beide zusammen auf jeder Demo gewesen, die hier im Raum war. Wir waren auch zweimal in Berlin, wir waren in Stuttgart, wir waren in Wiesbaden, Frankfurt, Mainz, überall hier in der Umgebung waren wir auf vielen Demos. Ich war bis zum Jahresanfang noch nie auf einer Demo, politisch eher uninteressiert, treuer Bürger,
Steuerzahler und alles, aber seitdem dieser ganze Wahnsinn begonnen hat, bin ich der Meinung, dass unsere Steuergelder hier verpulvert werden. Unsere Wirtschaft wird mit 200 an die Wand gefahren, ohne mit dem Lenkrad mal ein bisschen nach rechts oder links zu drehen. Wir hätten die Möglichkeit, mit einem intelligenten Lockdown zum Beispiel vormittags die Alten einkaufen zu lassen und auch in die Restaurants gehen lassen. Dann lüften wir eine halbe Stunde. Das Personal wird gewechselt und dann kommt die junge Bevölkerung, kann nachmittags die Geschäfte besuchen, kann nachmittags einkaufen gehen und auch abends die Restaurants und Bars besuchen. Warum wird nicht ein intelligenter Lockdown geführt? Warum wird einfach nur stupide alles zugeschlossen und an die Wand gefahren? Das ist doch Schwachsinn. Größter Schwachsinn. Wir haben Kollateralschäden, die sind Wahnsinn. Unsere ganze Wirtschaft geht kaputt weltweit. Und wir werden wirklich viel mehr Menschen haben, die sich umbringen wegen Corona, als Menschen, die an Corona sterben. Das wird eine Vielzahl von Kollateralschäden geben. Die sind noch gar nicht absehbar. Ich möchte jetzt bitte nochmal die Polizei auffordern. Ich hatte eben gesagt, ich würde gerne einmal, dass Sie dem Polizeiführer Bescheid sagen, dass meine Versammlung nach Artikel 21 des Versammlungsgesetzes gestört wird und dass bitte alles hier im Rahmen bleibt und leise. Danke. Ja, Eva, danke. Ich habe auch gerade noch mal, da warst du weg, gelobt, was du für uns kämpfst. Wollte ich noch mal, dass du das auch mitbekommst. Ganz tolles Engagement für uns alle kämpfst du und hast hier in der Kälte dich beschimpfen lassen. Das wollte ich einfach noch mal loswerden. Vielen Dank. Und ja, ja, schade, dass heute nicht mehr da sind. Wenn es vielleicht früher angekündigt gewesen wäre, wäre vielleicht mehr los gewesen. Aber ich denke, von mir aus, wir sind dabei. Gut. Vielen Dank fürs Mikro. Wer will noch was sagen? Eva, willst du oder soll ich noch oder was? Du hast Frosch im Hals. Willst du noch was sagen? Ja. Ich würde so gerne wissen, wie viele Leute die Maßnahmen hinterfragen, aber sich einfach nur nicht trauen. Das würde ich so gerne wissen, die das praktisch im Stillen mit sich ausmachen und in einer Art und Weise vielleicht die bewundern, die doch ihren Mund aufmachen oder ja, die den ganzen Shitstorm kassieren. Aber ich habe auch lange überlegt, ja, weil ich bin ja auch selbstständig, aber ob ich jetzt keine Arbeit habe, weil die Leute nicht zu mir kommen, weil sie sagen, oh, die ist uns zu kritisch. Oder ob ich keine Arbeit habe, weil die Mutti gesagt hat, es dürfen nur notwendige Erledigung gemacht werden, ja, und anscheinend, ja, ist es halt nicht, meine Dienstleistung nicht notwendig, da habe ich auch nichts zu tun, ja, dann mache ich lieber meinen Mund auf und kann mich auch im Spiegel anschauen und irgendwann mal meine Enkelkinder sagen, ja, bräuchte ich dann nicht sagen, ich habe es nicht gewusst, ich habe es nicht kommen sehen, im Gegenteil, ich werde stolz berichten, weil was ich alles in meinen Rahmen, wie gesagt, wäre ich nicht selbstständig, würde ich vielleicht noch mehr Gas geben und hätte die Eva vielleicht sie auf ihre Bustour schön unterstützt, aber du, wenn es hier so weitergeht, ja, und ich eh keine Arbeit habe, vielleicht machen wir irgendwelche, hier machen wir irgendwas Verrücktes, ja. Machen wir eine Motorradtour durch Deutschland. Ja, also wie gesagt, man muss den Mut haben, seine Meinung zu sagen. Und mittlerweile habe ich auch ein dickes Fell. Ja, also wenn ich sehe, dass die Leute so aggressiv reagieren, die tun mir richtig leid teilweise. Da habe ich teilweise richtig Mitleid. Und wenn ich sehe, in welchem Niveau die eine Unterhaltung anfangen, ja, da sage ich auch langsam, ich schäme mich so ein bisschen fremd für sie, ja, und dann ist auf einmal Ruhe, ja, weil Gott sei Dank gibt's auch Leute, die so ticken wie ich, und da werde ich teilweise richtig schön in Schutz genommen, finde ich ganz toll, von Leuten, die mich überhaupt nicht kennen, aber die langsam auch aufwachen und sagen, hallo, die Assi hat nichts gemacht, die hat nur ihre Meinung geäußert, darf man das nicht mehr oder was? Ne, und da ist auch einer aus Bad Vilbel, der ist so aggressiv geworden, also, und ich habe mir, das ist ja das Tolle, ich kopiere mir immer die Texte, mache sehr gerne Screenshots für die Nachwelt, ja, einfach mal, um zu sehen, wenn mal der ganze Spuk vorbei ist, zu sehen, wie die Leute durchgetickt sind, ja, was die geschrieben haben oder von sich gegeben haben, die werden sich schämen in ein paar Jahren, ja, weil wenn sie irgendwann mal selbst betroffen sind, ja, und den Kleister vielleicht von der unter die Tapete abkratzen müssen, um ihre Familie zu ändern, da werden sie vielleicht denken, oh, was passiert denn mit uns, ne?
Haben wir es kommen sehen oder nicht? Gab es diese Schwurbler und Corona-Leugner oder Covid-Idioten, die uns gewarnt haben, oder gab es die nicht? Das ist ja das Interessante, so langsam gehen die ganzen Verschwörungstheorien aus, ne? Merkt ihr das? Weil es wird alles wahr. Dann würde ich jetzt so gern mal wissen, wie ticken denn die Leute, die uns beschimpft haben oder vielleicht noch beschimpfen, was denken die in dem Moment, wenn die sehen, dass es wahr wird? Sind die noch in ihre Blase und hoffen, es wird alles wieder gut? Ich würde so gern wissen. Und für alle, die langsam aufwachen, bin ich total stolz. Und da muss man trotzdem noch eine offene Hand hinreichen und nicht sagen, du hast mich nicht unterstützt am Anfang, ich will jetzt nichts von dir. Nein, das bringt nichts, weil dann man muss diese Charakterstärke haben und drüber stehen. Ich habe auch eine, die mich gesagt, du bist das Problem. So eine, die eigentlich total freundlich war, jahrelang mit mir, öffentlich über Facebook, ja, diffamiert sie mich, ich wäre das Problem hier und ich würde nur kritische Sachen posten, ja. Und heute hat sie so ein süßes Bild gepostet und hat gesagt, das ist aber goldig, ne, und haben ein Herz dahinter gemacht. Ich würde so gern wissen, was sie gedacht hat. Weil ich hätte vor ein paar Jahren, wäre ich so richtig, wäre ich eine beleidigte Leberwurst gewesen, sag, was? Die hat mich jetzt so vor allen Leuten so richtig angemacht, jetzt bin ich aber beleidigt. Nein. Man muss umdenken, weil diese Leute sind wirklich die, die gar nicht mehr rational denken können. Ja? Von morgens bis abends, ja, in den Mainstream-Medien, nur diese Hiob-Botschaften. Ja? Wenn einer nicht charakterstark ist, wenn einer nicht einen Halt hat, der dreht durch und der fängt an so zu reagieren und lässt vielleicht Charakterzüge zum Vorschein, wo man denkt, oh Gott, was ist mit dem los? Aber in dem Moment muss man denken, eigentlich muss er einem leid tun. Und dann darf man nicht verschließen. Im Gegenteil. Wie gesagt, der eine, der mich da so beschimpft hat, habe ich sogar ein Herz unter seinem Post gemacht. Ich würde so gerne wissen, was er gedacht hat in dem Moment. Früher hätte ich so ein wütendes Smiley, so ein Emoji rangemacht. Ne? Nein, ich mache ein Herz oder so ein erstauntes, ne? Und sage, oh, danke für den Beitrag, ja. Und ja, aber jetzt zeigen Sie in der Öffentlichkeit Ihren wahren Charakter. Also ich versuche ihn schon so ein bisschen wach zu rütteln, dass es nicht die feine englische Art ist, ne, mit jemand umzugehen. Und wenn ich dann sehe, dass von rundherum von Leuten, die mich nicht kennen, auch so ein Feedback kommt, dann denke ich, okay, dann bin ich gar nicht so verkehrt. Und das wird jetzt immer mehr, also man merkt, dass die Leute so langsam aufwachen und dass sie langsam die ganzen Maßnahmen etwas kritisch hinterfragen. Aber wie gesagt, unsere Risikogruppen, die Risikopatienten, die sollten wir schützen, so wie wir es immer gemacht haben. Ich habe meinen Vater, der bei mir im Haus wohnt, er wird nicht isoliert und er wird sich nicht impfen lassen. Ja, das ist seine Entscheidung und da bin ich total stolz. Er hat es bis jetzt geschafft ohne diese Impfung. Warum soll er sich impfen lassen mit einer Impfung, die nicht lang genug getestet wurde? Ich bin kein Impfgegner. Ich habe auch die wichtigsten Impfungen, nehme ich sehr gerne in Anspruch. Aber das sind Impfungen, die Langzeitstudien schon bereits hinter sich haben. Gott sei Dank waren wir nicht die Versuchskaninchen. Ja? Aber ich habe das Gefühl, bei dieser im Schnelldurchlauf durchgeführten Impfung, hergestellte Impfung, dass wir so die Versuchskaninchen sind und dass wir vielleicht in 5 Jahren erst unsere Langzeitstudien vorweisen können. Für diese paar Monate, sorry, das sind keine Langzeitstudien für mich. Und da möchte ich nicht, dass mein Vater hier hinhält oder meine Kinder. Und Gott sei Dank gibt es YouTube und Internet. Weil damals bei der Schweinegrippe hätte es nicht so tolle Journalisten gegeben, die recherchiert haben, hätte ich meine ganze Familie mit impfen lassen gegen diese Schweinegrippe. Was bin ich froh, dass ich nicht gemacht habe. Was bin ich? Und wir haben es auch überlebt, oder? Deswegen, man muss alles hinterfragen. Meinetwegen in 10 Jahren, wenn diese Impfung sich als positiv erwiesen hat, ja, dass sie uns unser Leben um 10 Jahre noch verlängert, bin ich die Erste, die das auch noch in Anspruch nimmt. Bis dahin geben wir unserer Familie, weil wir solidarisch sind, gerne unsere Ration weiter. Meldet euch für die, die es brauchen. Ja. Bravo! Super, danke schön. Ja, und das ist schlussendlich auch immer wieder das, wo man sagen muss, wenn wir von Solidarität sprechen, dann müssen wir natürlich auch immer auf die Menschen Rücksicht nehmen, die vielleicht wirklich auch so wie wir sagen, wir wollen nicht geschützt werden. Und das sind natürlich auch oft die älteren Menschen, die jetzt gerade in Altenheimen isoliert werden, die schon seit Monaten isoliert werden, die wir auf ihrer letzten Reise nicht begleiten konnten und die dann nicht wie früher, ich habe heute einen Artikel gesehen bei Markus Heinz,
Da hat eine Dame, die auch im Altenheim arbeitet, geschrieben, die werden nicht wie früher schön aufgebahrt, nochmal hübsch gemacht und angezogen und in den Raum gebracht, dass die Menschen sich vernünftig verabschieden können und in Würde, sondern die werden sofort in desinfektionsgetränkte Tücher getaucht und in so ein Bodybag gepackt und rausgekarrt. Ja? Also das hat mit Würde nichts zu tun. Und da bitte ich einfach wirklich auch nochmal darum, da müssen wir schauen, dass die Menschen in Würde gehen dürfen, in Würde da sein dürfen und dass wir niemandem, der unsere Nähe braucht oder unsere Nähe wünscht, diese verweigern. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und ansonsten ist es wichtig, dass wir schauen müssen, was hat dazu geführt? Für mich hat die Bundesregierung tatsächlich versagt, und zwar auf ganzer Linie. Und mein Vertrauen haben diese Menschen verspielt. Da hätte man doch am Anfang von mir aus mal 2 Wochen, 3 Wochen alles dicht machen können, wenn dann diese Lockdown-Strategie funktioniert. Aber diese Salami-Taktik geht doch offensichtlich nicht auf. Und das haben die doch jetzt mittlerweile mal alle begriffen. Und es wird weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Und das darf nicht sein. Die Salami-Taktik, ja, die war ja dafür da, weil wenn sie im Frühjahr gesagt hätten, diese ganze Spuk wird ein Jahr bis anderthalb Jahre dauern, was meinst du, wie viele Leute in Berlin da gewesen wären? Nicht 1,3 Millionen, sondern 5 Millionen. Und deswegen haben die ihre Versprechungen gemacht und haben gesagt, es wird schon. Da haben die alle sich gesagt, ja, wir kriegen unsere Hilfe und haben nicht praktisch diese Wut verspürt, um aufzustehen. Ja, aber jetzt merkst du, dass die langsam aufstehen, weil die Hilfe kommt eben nicht. Ja, also viele wissen gar nicht mehr, wie sie ihre Miete zahlen müssen. Und von daher war das so gewollt, dass die Leute nicht sofort mit der Wahrheit praktisch konfrontiert wurden. Sonst hätten wir viel mehr Widerstand gehabt.